Die Geschichte der Gabel beginnt in Byzanz. Über Venedig kommt sie um 1600 nach Europa und stößt anfangs auf wenig Gegenliebe. Ein Prediger empört sich sogar: Hätte uns Gott Finger gegeben, wenn er gewollt hätte, dass wir dieses Instrument benutzen? Noch Ludwig XIV. Lehnt die Gabel ab und wird dafür bewundert, wie elegant er Geflügelragout mit den Fingern essen kann. Regardez, c'est une question de savoir-faire. Obwohl die Gabel in seiner Zeit längst zum guten Ton gehört, verbietet er deren Gebrauch an seiner Tafel.